Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt sind wir wieder da. Wir haben jetzt hier bei uns im Studio quasi den Amtschef des Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums, Herr Dr. Brechmann, der jetzt kurzfristig für die Staatsministerin Hummel eingesprungen ist, die sich aber noch dann später dazuschalten wird, die derzeit noch in einer anderen Besprechung festhängt. Ich freue mich aber sehr, Herr Dr. Brechmann, dass Sie kurzfristig einspringen konnten. Und ich würde sagen, wie besprochen, jetzt legen wir los. Sie geben ein kurzes Eingangsstatement und dann habe ich hier einige Fragen, die uns von unseren Mitgliedern erreicht haben, die ich Ihnen dann stellen würde. Vielleicht kommen auch noch Live hier dazu. Jetzt auf jeden Fall mal alle herzlich willkommen zur Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern, Bezirksgruppe München. Corona-Pandemie, wo stehen wir? Wie geht es weiter? Herr Dr. Brechmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirats. Es ist mir eine Freude, heute bei Ihnen dabei sein zu können und Ihnen Rede und Auskunft geben zu dürfen. Ich darf kurz zu meiner Person sagen, mein Name ist Winfried Brechmann. Ich bin seit dem 19. März Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Und zugleich Leiter der Taskforce Corona-Pandemie. Wir haben hier eine eigene, ich sage jetzt mal, dem Katastrophenschutz angenäherte Einheit gegründet. Ich darf gleich sagen, diese Einheit ist fast die Hälfte des Ministeriums locker. Die andere arbeitet dieser Einheit zu. Also das ganze Ministerium ist auf die Corona-Bekämpfung eingestellt. Seit dem 19. März sind wir im Krisenmodus. Das heißt Nachtarbeit, Wochenendarbeit. Ich glaube, wir haben ganz gute Erfolge erzielt. Wir haben diese Corona-Pandemie in Bayern einschränken können mit harten Maßnahmen. Aber wir haben es, glaube ich, Glück gehabt und durchaus auch Schlimmeres verhindern können. Darauf können wir, glaube ich, alle mit ein bisschen Stolz zurückblicken, auch hier aus diesem Hause heraus. Wie ist die aktuelle Lage? Herr Hammer hat mich darauf oder gebeten, mal kurz aus eine kleine Einschätzung von meiner Seite auszugeben. Ich möchte das nicht sehr lange machen. Ich möchte eigentlich mehr den Raum für Fragen geben. Ja, aktuell haben wir in Bayern, heute Morgen hatten wir den schönen Vergleich mit dem Wetter. Wir haben in Bayern Sonnenschein. Das heißt, es geht eigentlich in Bayern eher mit niedrigen Zahlen weiter. Wir sind ja im tiefen zweistelligen Bereich, einstellig leider noch nicht, aber zum Glück in einer, sagen wir mal, Größenordnung an Neuinfektionen, die jetzt keineswegs besorgniserregend sind. Wir haben allerdings noch nicht den Zustand erreicht, dass wir keine Neuinfektionen mehr haben. Es gibt gleichwohl sehr, sehr viele Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern, die innerhalb dieser 700-Tages-Inzidenz jetzt eine Null haben. Andere Bereiche ploppen immer wieder hoch. Das heißt also, von einem breit angelegten Infektionsgeschehen, wie wir es nach den Faschingsferien erlebt haben, bewegen wir uns hin zu lokalen Hotspots, die dann, sagen wir mal, eine regionale Dimension annehmen können, aber immer auch gefährlich sind, weil sie sich ausweiten können hin zu einer, ich sage mal jetzt vorsichtig gesagt, zweiten Welle. Das heißt, wir müssen wachsam sein. Der Ministerpräsident sagt das immer wieder. Sie wissen das. Er hat heute noch mal gewarnt vor einer zweiten Welle. Wir müssen vorsichtig sein. Und man merkt hier im Hause doch auch sehr stark, wenn man so die Presse verfolgt. Am Anfang war die Solidarität auch eines Lockdowns noch sehr, sehr ausgeprägt. Das vermindert sich natürlich immer mehr, je länger wir jetzt in dieser Einschränkungsphase sind. Und deshalb gehen wir auch Schritt für Schritt in Erleichterungen und Öffnungen hinein, versuchen hier mehr das normale Leben wieder herbeizuführen. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Wochen auch ganz gut gelungen. Ich weiß, dass Sie, auch viele von Ihnen, unter diesen Einschränkungen gelitten haben, auch Nachteile erfahren haben. Aber ich glaube, wir haben für den Gesundheitsschutz in diesem Land viel getan, gemeinsam getan. Und wenn man sieht, was passiert, wenn ein einzelner Unternehmer getroffen wird von einem solchen Hotspot, ist, glaube ich, die Alternative auch nicht sehr erstrebenswert. Sie werden jetzt natürlich fragen, wie sieht es aus in anderen Ländern? Da ist das Wetter nicht so gut. Da herrschen Wolken bis Regen, würde ich sagen. Die Lage in Gütersloh gefällt uns natürlich allen nicht und den angrenzenden Landkreisen. Ein einzelner Betrieb hat hier einen enormen Infektionsgeschehen ausgelöst.
mit noch derzeit unabsehbaren Folgen. Wir hatten bisher in Bayern vereinzelt natürlich auch solche Geschehen. Ich erinnere an den Schlachthof Donautal oder den Spargelhof in Eichach-Friedberg. Zum Glück konnte das aber immer wieder dann noch begrenzt werden und war absolut lokal radiziert, sodass wir da in eine solche Größenordnung wie Gütersloh nicht gekommen sind. Weitere Ausbruchsgeschehen sind festzustellen in Magdeburg, Göttingen. Neuerdings höre ich jetzt Oldenburg und vor allen Dingen auch Berlin macht mir Kummer. Also ich hoffe nicht, dass jetzt eine zweite Welle aus anderen Ländern rüberschwappt. Wir müssen uns da ein bisschen wappnen. Der Ministerpräsident hat ja auch schon angekündigt, dass er da Beschränkungen machen möchte für die touristischen Gewerbe aus solchen infizierten oder, sage ich mal, eher belasteten Gebieten. Das wird uns jetzt die nächsten Tage sicherlich beschäftigen, ebenso wie es uns beschäftigen wird, wie man natürlich weitermacht mit weiteren Lockerungsmaßnahmen, solange wir das hier in Bayern verantworten können. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 2, 3 Wochen hier sehr, sehr weitgehende Lockerungen schon eingeführt, sodass sich viel, viel bewegt hat. Aber natürlich weiß ich, dass die Belastungen immer noch groß sind. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich zum Beispiel ein großer Freund von Abstandsregelungen bin, Hygienemaßnahmen, aber auch von Maskenpflichten. Die Masken haben uns viel Infektionsleid erspart und deshalb sollten wir da weiterhin sehr vorsichtig und sehr bedachtsam mit umgehen. Das wäre mal so mein kurzer Einstand, wenn Sie einverstanden sind, und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Darf nochmal die Frau Staatsministerin entschuldigen, die ist noch auf einem anderen wichtigen Termin. Ich gehe aber davon aus, dass sie gleich zu uns stoßen wird und dann die Schalter auch gerne übernimmt. Vielen Dank. Herr Dr. Brechmann, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben ja sowieso schon eine Reihe von Fragen, die hier eingegangen sind. Ich würde an der Stelle aber gleich ganz spontan eine Frage von mir aus einflechten. Sie hatten jetzt Gütersloh, Oldenburg, andere Bundesländer erwähnt. Welche Möglichkeiten haben wir denn da als Bayern, dass wir uns da möglicherweise schützen? Weil ich meine, wir haben ja keine innerdeutschen Grenzen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich dann auch rechtlich zu Fragen Anlass gibt. Es gibt die Überlegung, dass man natürlich den touristischen Verkehr einschränkt hier. Also Mecklenburg-Vorpommern hat das ja bereits gemacht, schon länger her. Das heißt also, Mecklenburg-Vorpommern erlaubt grundsätzlich also solchen Einwohnern aus Landkreisen, die eine Inzidenz, eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern haben, nicht die Einreise in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise nicht die touristische Wahrnehmung der Schönheiten von Mecklenburg-Vorpommern. Das gilt schon seit guter Zeit, schon seit längerer Zeit. Wir hatten da eher umgekehrt jetzt das Problem, nachdem wir ja doch auch immer wieder mal einzelne Hotspots hatten mit 50er Überschreitungen der 7-Tages-Inzidenz, dass da eher bayerische Bürger von betroffen waren. Zum Glück ist das nie in die Öffentlichkeit geraten, diese Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Aber jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage in Bayern, ob wir nicht eine ähnliche Regelung hier wählen, um zum Beispiel touristische Übernachtungen durch Bewohner aus diesen 50er-Inzidenz-Landkreisen zu unterbinden. Dazu hat der Ministerpräsident auch klare Vorstellungen und wir werden das auch so dann rechtlich umsetzen. Natürlich muss man das sich jetzt genau anschauen, wie die Regelung ausschaut, aber der Beschluss ist heute so gefasst worden. Ja. Mein weiterer Lockdown wäre natürlich für die Wirtschaft ein Problem, für manche Wirtschaftsbereiche sicherlich mehr als für andere, aber insgesamt wäre es ein Problem auch für die Moral. Da jetzt auch vielleicht da im Zusammenhang eine der Fragen, die wir hier haben, ist, lange war ja der Eindruck, dass im Umgang mit der Corona-Pandemie die absolute Bekämpfung des Virus den totalen Vorrang hatte und dass andere Abwägungen, wie zum Beispiel Folgewirkungen auf Wirtschaft, auf Lebensgestaltung, auf Lebensqualität, Freiheitsrechte, Wohlstandsverluste, dass die in den Hintergrund getreten sind. Zumindest war das der Eindruck. Jetzt ist meine Frage an Sie, an der Schaltzentrale. War das so? Wurde diese Abwägung so klar Richtung, ich sage jetzt mal, Virenschutz gestellt? Und wie wird hier abgewogen? Und
Gibt es da eine Ethikkommission oder wird das mit der Ethikkommission der Staatsregierung abgegolten oder abgesprochen? Was ist denn da so die Vorgehensweise oder was war der Stand und wie wird da heute damit umgegangen? Bei dieser Frage muss man natürlich in die Vergangenheit zurückschauen. Also wir haben am 21. März den Lockdown verhängt. Damals hatten wir eine Anstiegszahlen, da hätten wir mehr oder weniger binnen Tagen alle Neuinfektionen verdoppelt. Also das heißt, wir hätten mit Sicherheit italienische oder spanische Verhältnisse bekommen, wenn wir nicht diesen Lockdown und noch mehr. Man muss ja nur nach Brasilien schauen und sich mal überlegen, ob das eine echte Alternative ist. Ich glaube auf jeden Fall nein. Damals musste man zu diesem Schritt greifen. Der war ja auch in Europa durchaus konsentiert. Der war auch in Deutschland konsentiert. Bayern ist ja nie alleine vorangegangen. Man hat sich immer abgestimmt über die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, mit der Bundesregierung im engsten Austausch. Selbstverständlich waren auch die Mediziner in höchstem Maße gefragt. Also ich kam ja am 19. März an und ich habe am 21. ein Expertengremium durch wirklich hochrangigste Intensivmediziner einberufen bzw. miterleben dürfen. Und das werde ich sicherlich nie vergessen. Es war damals die Frage, wie viele Tote wollen wir in Kauf nehmen? Und wenn man sich das im Nachhinein überlegt, dann war das die einzig richtige Entscheidung. Also Sie sagen jetzt absoluter Vorrang, das ist richtig. Das ist schon ein echter herber Einschnitt für uns alle gewesen. Absoluter Vorrang, ja, in dem Fall hat der Gesundheitsschutz absoluten Vorrang bekommen. Aber diese Entscheidung ist uns dann nie leicht gefallen. Und wir haben natürlich danach immer geschaut, wie können wir Lockerungen, Erleichterungen dann schnellstmöglich auch umsetzen. Also wie ist die Verhältnismäßigkeit zu wahren? Also seit Wochen laufen intensivste Gespräche auch zwischen Bund und Ländern, auch hier innerhalb der Regierung. Am Ende entscheidet natürlich einer, das ist der Ministerpräsident, das ist auch klar, das ist die Staatsregierung. Die lässt sich aber beraten bei diesen Entscheidungen. Und es gibt halt Interessen in diesem Land. Die einen wollen eher schneller raus, weil sie natürlich den wirtschaftlichen Kollateralschaden sehen und die anderen präferieren den Gesundheitsschutz. Man muss ja nur in die Bevölkerung schauen. Die einen haben Angst, die anderen wollen eher schneller vorangehen. Ich glaube aber, am Anfang waren die Zustimmungswerte extremst hoch und ich glaube, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Nein, diese Abwägung ist mit Sicherheit sehr schwierig und es ist ja seit letzter Woche oder seit eineinhalb Wochen eine Zahl im Raum, dass es in Deutschland, in Europa, wenn man nicht so radikal reagiert hätte, bis zu 3 Millionen Menschenleben gekostet hätte. Ist diese Zahl tatsächlich realistisch oder können Sie die in irgendeiner Form kommentieren, weil es ist natürlich schon beeindruckend im Negativen. Nein, die Zahl kann ich leider nicht kommentieren, weil ich sie zum ersten Mal höre. Aber wir hätten sicherlich mit sehr, sehr viel mehr Toten rechnen müssen, als das heute der Fall ist. Ja. Also von daher, jetzt sehe ich gerade im Hintergrund die Frau Staatsministerin im Anmarsch hier. Also von daher werden Sie gleich noch profunder Antworten erhalten, als Sie aus meinem Mund das erwarten dürfen. Ja. Na, Dr. Brechmann, ich darf sagen, sicherlich auch im Namen der Zuhörer, dass Sie sich da hervorragend geschlagen haben. Also Sie brauchen die Lichter jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich darf aber abgeben an die Frau Staatsministerin, auf die Sie ja sehnlichst schon warten, nehme ich an. Dann hier. Danke fürs Einspringen. Ja, danke. Wiederhören. Ne? Ciao. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir super leid, dass ich jetzt erst dazu einsteige. Ich weiß, gerade bei der Wirtschaft sollte man das überhaupt nicht tun, weil Wirtschaft immer pünktlich ist. Das tut mir wirklich unendlich leid. Also von daher, aber ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass der Dr. Brechmann auch tief in den Themen drin ist. Und ich habe ihn vorhin wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe ihn, glaube ich, 4:50 informiert, dass er jetzt diesen Termin bitte zu übernehmen hat. Und er saß noch in einem anderen Gespräch. Also von daher, aber mir war es super wichtig, hier bei Ihnen dabei sein zu dürfen, weil ich auch gerade als Gesundheitsministerin weiß, wie viel auch die Wirtschaft bedeutet. Und dass viele der Entscheidungen, die wir die letzten Wochen getroffen haben, natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass wir die Wirtschaft florieren haben lassen.
Und gleichzeitig wir jetzt immer wieder auch schauen, wie kann es auch wieder losgehen. Und ich glaube, wir gehen jetzt so direkt in die Frage-Antworten weiter rein, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich möchte mich aber noch mal ganz, ganz herzlich wirklich entschuldigen. Es hat mir nur heute meinen Terminkalender einfach total zerschlagen ein wenig, weil wir dann dazwischen noch einige auch erschalten hatten, auch im Bereich wie diese Ausbrüche Gütersloh und so weiter, was das auch für bedeuten kann, wo wir vielleicht auch nochmal genauer hinschauen wollen und so weiter. Und das war einfach dem geschuldet, das bitte ich zu entschuldigen. Lieber Herr Hammer, bitteschön. Liebe Frau Staatsministerin Hummel, in den heutigen Zeiten, Corona ist eine Gesundheitsministerin, glaube ich, immer entschuldigt für solchen Geschichten. Und ja, was hat man gesagt? Früher, dreiviertel Stunde sind zwei Stäuber oder sowas. Das war eigentlich normalerweise nett. Also ich bemühe mich in letzter Zeit sehr pünktlich zu sein. Und gerade bei Schalten geht es ja normalerweise wunderbar. Man kann im Auto noch unterwegs sein und ist trotzdem dabei. Aber das war jetzt leider nicht. Wir steigen einfach ein. Der Herr Dr. Brechmann hat schon eine ganze Reihe von Dingen auch erzählt und auch beantwortet. Wir waren jetzt eigentlich gerade so bei dem Blick nach Europa und der Frage, was wir erreicht haben. Und da würde mich auch Ihre Einschätzung, weil die Wirtschaft ja in der Tat hart getroffen ist. Es gibt Einzelne, die sehr hart getroffen sind. Es gibt auch einige, bei denen das Verständnis für die Maßnahmen nicht so groß ist, aber ich kann sagen, die meisten sind natürlich getroffen und teilweise mehr, teilweise weniger, aber viele reagieren doch besonnen und sagen, ja, es ist jetzt so, ja, und es war notwendig, aber natürlich freuen sich alle und wollen natürlich alle, dass es wieder weitergeht, deswegen haben alle auch Angst vor einem weiteren Lockdown und natürlich blickt man auch immer über den Tellerrand und sagt, was machen denn andere, was machen sie besser, und lange Zeit wurde immer das Modell Schweden erwähnt und es hieß, die Schweden, die haben es richtig gemacht. Jetzt würde mich da Ihre Einschätzung drüber, weil die Zahlen, ich schicke es voraus in dem Augenblick, eher so, dass die Schweden es nicht richtig gemacht haben. Ja. Das ist korrekt. Anfangs hatte man so den Eindruck, ich sage jetzt mal, übertreiben wir in Anführungszeichen? Also sind wir da zu strikt, zu streng? Und was tun wir nicht nur der Bevölkerung, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich? Und gleichzeitig kann man aber auch wirklich deutlicher sehen, wenn man sich eben auch anschaut, was in Schweden gerade los ist, dass unser Bereich, ich habe vor kurzem auch gesehen, dass wenn man sich die Todesfälle pro 100.000 allein anschaut und Schweden vergleicht jetzt mit Bayern oder Deutschland, das mögen zwar nur Zahlen sein, aber hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Und deswegen ist es, kann man, glaube ich, wirklich sagen, war es gut, dass wir diesen Weg gewählt haben, wissend, dass aber der Weg wieder zurück und mit Corona zu leben auch nicht ganz simpel ist. Mhm. Das erleben wir gerade jetzt. Und von daher, also wie schon gesagt, Schweden am Anfang von vielen hochgehalten, inzwischen werden diejenigen eher leiser. Mhm. Ja, und die Wirtschaft ist in Schweden letztendlich genauso getroffen worden wie bei uns. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht die Frage, was für viele wichtig ist, ist die Perspektive, die Rahmenbedingungen, wie sie weiterarbeiten können, Investitionsentscheidungen treffen oder eben, wann kann man wieder was öffnen, insbesondere die Veranstaltungsbranche. Also ich meine, wir haben jetzt ein paar Regelungen im Bereich der Gastronomie, da kann man jetzt nur diskutieren, aber da gibt es was, Hotellerie läuft auch an. Aber es gibt ja diesen gesamten Bereich der Veranstaltungen, die Künstler, die Veranstaltungsunternehmen. Ich will jetzt gar nicht von der Wiesn reden. Was gibt es denn da für Perspektiven? Was kann man sich da, wie kann es da weitergehen? Oder gibt es da überhaupt eine Perspektive, bevor irgendwann mal ein Impfstoff kommt? Also man muss dazu sagen, wir wissen ja im Grunde genommen, dass diese Veranstaltungen, wo ich auch sehr nah beieinander bin, ausgelassen feiere, in engem Kontakt auch mit den Mitmenschen bin, dass die eben immer wieder dazu geführt haben, zu Ausbruchsgeschehen. Man denke nur an gewisse Skiorte, Après-Ski oder in NRW, wo wir die Faschingsveranstaltung noch hatten. Also ich darf da vielleicht noch einflechten. Wir hatten anfangs in Freising ein Ausbruchsgeschehen und das konnte man dann relativ gut zurückführen, dass ein Teilnehmer eben bei einer Faschingsveranstaltung in Heinsberg dabei gewesen ist und der hat es uns quasi nach Freising getragen, um das jetzt mal so zu sagen. Keine Schuldzuweisung an den Einzelnen, aber hat eben gezeigt, dass es dann einer reicht, der teilnimmt, um
dann wieder auch bei uns viele Menschen anstecken zu können. Also das heißt, diese Großveranstaltungen sind nach wie vor sehr schwierig, vor allem wenn wir nicht gut eingrenzen können, wer auch dort ist und solche Dinge. Also so offene Feste, wo ich eben, das ist der Unterschied zur Gastronomie, wo ich im Moment ja relativ gut sagen kann, bitte gebt euren Namen plus eine Erreichbarkeit an, das kann die Telefonnummer, eine E-Mail oder sonst sein. Oder wo wir wissen, bei Familienfeiern, da geht es ja also auch so, dass ich weiß, wen ich dazu eingeladen habe. Sie wissen, dass wir da ja inzwischen diese 50 im Innenraum, 100 draußen zulassen, bei den kulturellen Veranstaltungen, wo ich auch relativ gut sogar vielleicht sagen kann, wer war auf welchem Sitz gesessen, Kino und so weiter. Also da, wo ich auch gute Möglichkeiten habe, das gut nachverfolgen zu können. Bei den größeren Veranstaltungen, wir sind jetzt schon, haben heute im Kabinett übrigens Richtung Messen auch wieder besprochen, wie das aussehen kann mit Hygienekonzepten. Also auch da wollen wir diesen Schritt durchaus wieder gehen, noch ein bisschen zeitlicher Vorlauf, weil das braucht es ja auch bei den Messeveranstaltungen. Also wir versuchen schon überall auch wieder die Möglichkeiten zu schaffen, aber ich gestehe, so bei diesen großen Events, wo man fröhlich feiernd beieinander ist, da sehe ich im Moment es noch sehr, sehr kritisch. Auf mich kommen auch ganz verschiedenste Veranstalter zu, die sagen, meine Güte, warum nicht? Und wir hätten doch und wir würden probieren. Das muss man, natürlich muss man sich jedes Konzept anschauen und eben eine Chance geben. Und im Moment ist das Ausbruchsgeschehen in Bayern wirklich sehr konstant. Aber das kann auch, wie jetzt unser Ministerpräsident richtig gesagt, ein Funke sein und wir haben wieder ein größeres Ausbruchsgeschehen. Und das gilt es eben immer ein Stück weit mitzudenken und deswegen da auch Verständnis dafür zu haben, dass wir eben gerade diese Veranstaltung, die das Format, wo wir gesehen haben, dass man im Frühjahr wirklich Ansteckungen generiert hat. Und es gibt auch Festlichkeiten, die machen auch keinen Spaß, wenn ich 1,5 Meter Abstand halten muss. Das muss man jetzt vielleicht auch so deutlich sagen. Also deswegen, wir versuchen ja schon mit wie können wir es, und mit draußen bin ich immer etwas entspannter, wenn ich das so sagen darf, in der freien Luft. Deswegen die 200 kulturelle Veranstaltung dort ist, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit, auch was zu machen. Kriege ich auch mit, dass viele Künstler sich überlegen, was sie da eben auch generieren können und machen können. Wir werden da auch, sicherlich muss man auch mal überlegen, in, was weiß ich, in München, in eine Opernveranstaltung, wo ja, ich glaube, 900 Plätze frei sind, die ja auch, selbst wenn ich jeden zweiten, dritten Platz freilasse, mehr verträgt als 100 Menschen. Also, dass man hier auch wieder auch bei den jetzt Symphoniker oder Philharmonikern, wo es eben auch große Konzertsäle gibt, wo man sich dann vielleicht auch mal wieder überlegen kann, was man hier ermöglichen kann mit schönem Abstandsmöglichkeiten, aber wo die Räumlichkeiten das auch hergeben. Das kommt halt auch immer, wo wir vielleicht wegkommen müssen von nicht die Anzahl der Leute, sondern die Räumlichkeit gibt sozusagen den Rahmen. Das könnte so ein vielleicht ein nächster Schritt auch sein. Aber da bitte ich, dass wir jetzt erstmal gucken, wie das, was wir jetzt gemacht haben, sich auswirkt. Ja, aber ich habe schon Verständnis, dass da Wünsche da sind. Ein Problem scheint ja zu sein, dass es relativ schwierig ist, eine korrekte Korrelation herzustellen zwischen einem Verhalten und dann dem Infektionsgeschehen, weil man ja durch diese Tests und den Ausbruch immer so eine 2 Wochen Verzögerung hat oder vielleicht sogar mehr. Was ist denn da der Stand mit diesen Antikörpertests, die angeblich schneller was sagen? Und ich packe jetzt gleich mal ein paar Fragen zusammen auch. Was ist denn mit diesen Überlegungen, eben diese Massentests zu machen, um einfach mehr zu lernen, um hier auch möglicherweise nicht nur spezielle Gruppen zu testen, sondern auch statistisch relevante Gruppen zu testen, um einfach mehr zu lernen über das Ausbruchsgeschehen? Und über die Durchseuchung, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Wenn ich das kurz beantworten darf, und zwar, es ist ja korrekt, es gibt verschiedene Testformen. Das eine ist der PCR-Test, der mir sozusagen sagt, was ich im Moment, wie mein Status in dem Augenblick ist, bin ich positiv oder negativ. Und dann der Antikörpertest, der sozusagen mir mitteilt, ob ich die Krankheit durchlaufen habe, vielleicht eben auch ohne es wirklich zu merken. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist der Antikörpertest nach durchlaufender Krankheit nicht geeignet, um eben Infektketten oder sonstige Dinge oder Ausbruchsgeschehen in dem aktuellen Stand zu bekommen, weil das wird ja erst später sozusagen, dass ich die Antikörper auch sehen kann. Deswegen braucht man den PCR-Test, um ihr hier eben auch Ausbruchsgeschehen entsprechend nachverfolgen zu können. Wir sind gerade dabei und werden das am 1. Juli auch Zielmarkt
Tage, ein, zwei Tage, sage ich jetzt mal rauf und runter, also nächste Woche, wollen wir das Testkonzept auch noch mal konkreter vorstellen. Wir haben heute mit der Kassenärztlichen Vereinigung für dieses Testkonzept den Vertrag unterschrieben, was Ärzte dann auch entsprechend abrechnen können. Also ich sage mal, das Handwerkszeug neben dem, was der Bund uns schon gibt, was hier auch an Möglichkeiten da ist, der Abrechnung. Weil wir müssen einfach sagen, wenn wir mehr testen wollen, die Kapazitäten in Bayern sind im Moment da. Wir haben über 20.000 Testkapazitäten. Im Moment ist es so, dass wir eher nur die Hälfte pro Tag ausschöpfen. Also wir haben noch Spielraum nach oben und uns sagen auch die Labore und auch in den Universitäten und bei unserem Landesamt wären noch mehr Möglichkeiten der Testungen da. Also von daher wollen wir da einfach nochmal reingehen und rangehen und hier noch mehr ermöglichen. Vor allem auch, wie Sie es angesprochen haben, in verschiedenen Gruppen. Also wir haben jetzt heute auch im Kabinett darüber gesprochen, aus dem, was wir aus Gütersloh gesehen haben, dass wir nicht nur, wir haben bisher die Schlachthöfe alle mal durchgetestet, dass wir auch die fleischverarbeitenden Betriebe hier aber erstmal, das gibt ja sehr große und es gibt auch kleinere, also erstmal die größeren sozusagen hier mal zu testen, um eben hier zu schauen, wie sieht es in Bayern aus, gibt es hier auch Nester, von denen wir bisher vielleicht noch gar nichts wissen, und gleichzeitig aber auch Seniorenheime, Krankenhäuser, Lehrkräften das Angebot machen. Und es ist eben auch vorgesehen, dass das Angebot auch an Sie und mich, also sprich an die Bevölkerung einfach da ist, wenn eine Unsicherheit da sein sollte, dass ich auch noch keine Symptome habe, dass ich die Möglichkeit bekomme, einen Test durchführen zu lassen. Und das haben wir heute eben auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen, dass die auch die Ärzte informieren, dass das, wie das dann auch eben gemanagt werden kann, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, um bei dem auch zu bleiben, was Sie sagen, dass wir mehr erfahren und dass wir vielleicht auch da und dort, ich sage jetzt mal, vielleicht auch durch Zufall einen Befund haben. Vielleicht ist es auch so, dass der ein oder andere ja schon eine gewisse Unsicherheit hat, weil er ja vielleicht mit irgendwo war, wo er sagt, oh, das war vielleicht doch nicht so gut oder wie auch immer. Und ich halte das vor allem für den Bereich der Lehrkräfte für sehr wichtig, wenn auch gerade vor Schulbeginn dann wieder, also zum Ende der Ferien, erste Schulwoche, weil da ja auch wieder vielleicht viele durchaus im Urlaub gewesen sind und dass wir hier dann die Chance haben, auch zu sehen, wer sozusagen dann auch mit, wenn wir wieder auf Normalbetrieb in den Schulen gehen, wo dann keine Abstandsregelungen mehr gelten können, weil sonst die Klassenräume gar nicht das ermöglichen, dass wir dann auch wissen, dann haben wir ja über 20 plus Lehrkraft in einem Raum und dass wir dann da wissen, wie der Status ist. Mhm. Freiwillig so, natürlich, das möchte ich auch nochmal sagen. Ja, Sie haben den Antikörpertest vielleicht noch angesprochen, da noch ein Satz dazu. Der Antikörpertest, da gibt es einiges, was schon auf dem Markt ist, auch hier in Bayern. Bisher ist es so, dass die noch nicht zuverlässig genug sind. Deswegen ist da etwas die Zurückhaltung da, das wirklich komplett zu nutzen. Es wird aber schon jetzt genutzt, um auch in Studien und in das mitzunutzen. Hier in München zum Beispiel gibt es ja diese 1000 Haushaltestudien und der Studie, da geht es wirklich nicht nur um 1000 Personen, sondern wirklich alle Mitglieder des Haushaltes werden durchgetestet, würden einfach gesucht, gefunden und durchgetestet. Und da erhoffen wir uns auch gute Ergebnisse davon. Das wäre auch eine Frage gewesen, diese Münchner Corona-Studie, die, glaube ich, seit April läuft, ob es da schon Erkenntnisse gibt. Aber ich nehme Ihre Aussage, dass die noch nicht da sind, die Erkenntnisse. Zumindest jetzt mir persönlich nicht hier. Ich müsste mich nochmal erkundigen. Aber soweit ich jetzt weiß, hat zwar zufällig auch jemand beteiligt aus unserem Ministerium. Das kriegt man dann immer noch so ein bisschen mehr mit. Und auch so, was wir von den Herren Professoren und Damen gehört haben, läuft das ganz gut. Und ich reiche gerne, wenn die Ergebnisse da sind, Sie an Sie weiter. Sehr gut, vielen Dank, das interessiert uns auf jeden Fall. Zum Thema, hier habe ich auch eine Frage, zum Thema, ich sage jetzt mal Status. Wissen wir eigentlich mittlerweile, wie groß der Grad der tatsächlichen, ich sage jetzt mal, Entschuldigung, der Ausdruck ist sau blöd, der Durchseuchung ist? Es gibt ja angeblich Zahlen aus Bergamo, dass da bis zu 50% der Bevölkerung schon mal infiziert waren. Aber haben wir eine Ahnung, wie das bei uns in Bayern ausschaut? Dafür braucht es diese Studie. Wie schon gesagt, dann können wir das besser auch sehen. Es mag auch sein, jetzt sage ich mal, dass das auch in Bayern unterschiedlich sein wird.
wir hatten ja ganz unterschiedliches Ausbruchsgeschehen auch in Bayern, wenn ich hier an Münchner Bereich denke, aber gleichzeitig auch oben in der Oberpfalz und bei uns in Oberfranken. Also das gab es durchaus sehr unterschiedliches Geschehen. Wer alles das durchlaufen hat, die Zahlen sind sicherlich bei uns um einiges geringer als jetzt in Schweden oder Bergamo. Das muss man eigentlich, muss man so deutlich sagen. Aber dafür braucht es die Studie, sobald die Ergebnisse vor sind, würde ich Ihnen wirklich gerne noch was liefern, wenn Sie möchten. Sehr interessant. Vielleicht da noch eine übergeordnete Frage, die wir hier haben. Welches Ziel haben Sie sich jetzt als Politik gegeben? Geht es darum, ich sage jetzt mal A, ganz extrem den Virus auszurotten? Geht es darum, die Zahlen so klein wie möglich zu halten, bis wir einen Impfstoff haben? Oder geht es darum, dass man die Infektionszahlen so niedrig hält, dass auf der einen Seite das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, aber gleichzeitig langsam eine gewisse Immunisierung einsetzt? Stichwort Herdenimmunität, wobei das sind die Zahlen ja eigentlich schon so, dass man da sehr, sehr lange braucht. Aber da würde mich Ihre Meinung auch sehen. Also was ist da die grundsätzliche Strategie, die hier eingeschlagen wird? Also für uns war es von Anfang an sehr wichtig, dass wir die Infektionen möglichst gering halten, um das Gesundheitswesen eben nicht zu überlasten. Also das, was Sie hier mit an zweiter Stelle genannt haben. Ich darf das vielleicht auch so deutlich sagen. Ich erinnere mich an erstens mal nicht nur die Bilder aus Italien, die wir, glaube ich, alle sehr eindrucksvoll waren. Für mich waren zuerst die Bilder im Fernsehen von China, wo wir diese blinkenden Absperr-Dinge gesehen haben, wo man dann ganze Städte, Millionen Menschen abgesperrt hat und dann Wochen später die Bilder, die wir uns erreicht haben aus Italien. Also das sind so Dinge, ich glaube, die brennen sich bei einem auch wirklich ein. Und ich erinnere mich um Ostern herum, als hier Vertreter gerade von den München Kliniken hier mit da gewesen sind und mir mal relativ deutlich vorgerechnet haben, was es denn heißt, wenn die Steigerungszahlen in München weiter so gehen, wie es da zu dem Zeitpunkt der Fall gewesen ist, um Ostern herum, dann wäre Mitte Mai in München, wären die Intensivbetten einfach belegt gewesen. Das muss man einfach so deutlich sagen. Also dann hätte man, wenn das so weitergegangen wäre, im Grunde genommen, jetzt beziehen wir uns, bleiben wir mal bei München, weil da wurde es mir so drastisch auch vorgestellt. Die hatten auch verschiedene Szenarien durchgerechnet, wenn es jetzt ein bisschen weniger wird und noch mehr steigert. Aber ich sage nur, das war schon etwas, was einen auch dann sehr beeindruckt. Und wo wir, und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo durchaus aus der nördlichen Oberpfalz mal der Anruf kam, bitte, wir bräuchten jetzt relativ dringend noch ein Beatmungsgerät. Es war in ganz Bayern nie so gewesen, dass wir einen Engpass hatten. Das möchte ich auch sagen. Wir hatten immer, also ich sage jetzt in ganz Bayern und habe gerade das Beispiel genannt, aber wir hatten eigentlich in Bayern immer freie Betten, um das konkret auszudrücken. Aber punktuell war es dann eben, wie jetzt in dieser nördlichen Oberpfalz, schon auch mal dicht gewesen. Wir haben dann immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass frühzeitig die Patienten auch verlegt werden, wenn man gemerkt hat, weil es sich eben auch gezeigt hat, dass die Patienten sehr schnell in einen sehr schlechten Zustand zum Teil intensivpflichtig geworden sind. Und von daher war das dann eben auch manchmal so, dass der eine oder andere gesagt hat, ja, wir hätten, aber wir haben nicht gedacht, das. Und dann haben wir da und dort auch mal ein Beatmungsgerät hingefahren. Das war punktuell, aber ich möchte einfach nochmal sagen, dass man das nicht ganz bei der Diskussion, die wir jetzt manchmal auch führen, war das denn alles notwendig oder nicht, dass wir diese Situationen, die wir hier im Gesundheitsministerium eben auch hatten, vergessen darf. Wie schon gesagt, das waren die Gründe, wieso wir auch uns für diese Ausgangsbeschränkungen und so weiter entschieden haben, um eben die Chance zu geben, dass der Virus sich nicht weiter so verbreitet, sondern eingedämmt werden kann. Mhm. Und wir setzen darauf, dass es eben dann auch eine Impfung gibt und dass wir eben auch lernen, mit dem Virus zu leben. Bis die Impfung dann da ist. Genau. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine Frage hier zur Letalität. Gibt es denn mittlerweile da auch Erkenntnisse, wie hoch man diese Letalität wirklich einschätzen muss? Weil da gibt es ja auch widersprüchliche Zahlen, oder haben sich die mittlerweile verfestigt? Es ist schon so, das hat sich auch bei uns gezeigt, dass im Grunde genommen ja es viele Menschen gibt, die kaum merken, dass sie den Virus haben oder also asymptomatisch sind bzw. eine leichte Erkältung durchlaufen haben. Es sind diese 20% in etwa, die eben auch einen Krankenhausaufenthalt benötigen, 5% davon wieder, die eine Intensivpflichtigkeit haben. Und wenn es um die Letalität geht, ist es schlichtweg so, dass es
wir anfangs sehr genau eben auch feststellen konnten, dass Vorerkrankungen da sind und häufig höheres Alter, aber nicht nur. Es gab schon auch da und dort ein, zwei Todesfälle, wo man sich gesagt hat, ja, eigentlich so viel Vorerkrankung, Alter passt auch nicht. Ich erinnere mich, die ist nicht verstorben, die Dame, muss ich auch gleich dazu sagen, dass mich eben auch, wie ich manchmal erkundigt habe, wie denn so der Altersdurchschnitt auf den Intensivstationen ist, wie lange die auch auf der Intensivstation waren, das ist ja auch was Spezielles. Man hat anfangs gedacht, eine Woche Normalstation, dann eine Woche intensiv und dann vielleicht noch ein paar Tage im Krankenhaus, aber die waren ja zum Teil wirklich 2, 3 Wochen auf der Intensivstation beatmungspflichtig gewesen, die Patienten. Und ich erinnere mich eben auch daran, dass gerade in der Anfangsphase, wie die Skifahrer zurückkamen, wir auch 35-jährige Frau war das in dem Fall, beatmungspflichtig hatten, die jetzt nicht groß vorerkrankt war, die vorher Skifahren war, also körperlich aktiv gewesen ist. Die ist nicht verstorben. Am Anfang waren deswegen in Bayern auch übrigens die Todeszahlen sehr, sehr niedrig gewesen, weil die ersten auch Intensivpflichtige waren diejenigen, die aus dem Skiurlaub zurückkamen, junge Menschen, die das dann doch gut genug Reserven hatten, das gut durchzustehen. Die Todesfälle über 1000 haben wir allein in Senioren- und Pflegeheimen. Also das ist schon etwas, wo man einfach sagen muss, in Senioren- und Pflegeheimen, wenn hier entsprechend das Virus eindringt, dass es dann halt leider sehr schwere oder auch tödliche Verläufe gibt. Und also man sagt ja, die Zahlen, die schwanken ja so zwischen 0,3 und 0,6, glaube ich, Prozent der Infizierten. Aber das ist, wie Sie sagen, natürlich alters- und vorerkrankungsabhängig. Aber kann man sagen, im Schnitt liegt man so irgendwo bei 0,5? Oder ist das war die Zahl, die immer so rumgegeistert ist? Ja, das ist halt, wenn man ganz ehrlich ist, geht es natürlich immer so ein bisschen, das kommt auch ein bisschen darauf an, in Anführungszeichen sagt man manchmal so schön, ob man wirklich auch wirklich weiß, wer Corona hat. Also sprich, es geht ein bisschen damit einher, je mehr wir testen, umso mehr werden wir auch Menschen finden, die vielleicht auch asymptomatisch im Moment Corona haben. Mhm. Also deswegen bin ich bei dieser Letalität und den Wahrscheinlichkeiten immer so ein bisschen vorsichtig. Also die Zahlen kenne ich auch, also das kann man so Pi mal Daumen sagen, aber man darf nicht vergessen und ich finde es da auch ein bisschen schwierig, wenn angeblich als Scherz mancher sagt, hören wir halt das oder testen wir weniger, dann haben wir weniger Fälle. Ja, ist eine gewisse Logik dabei, aber schon schwierig. Selbst als Scherz schwierig, finde ich persönlich. Zum Thema Forschen ist ja auch immer wieder eine Frage, die bei uns hier mehrfach aufgetaucht ist, die Thematik der Autopsie. Sie hatten selber angesprochen, es gibt dann Vorerkrankungen, es gibt verschiedenste Gründe, warum die Leute dann sterben. Es gibt diesen einen Arzt in Bremen, der sagt, die Leute sind mit, aber nicht an Corona gestorben. Was ist denn da die Strategie? Wäre es nicht zum Beispiel sinnvoll, wenn man einfach eine Autopsiepflicht hat und sagt, man erforscht einfach wirklich ganz minutiös jeden einzelnen Fall und sagt, woran ist der jetzt eigentlich gestorben oder die dran gestorben? Also es ist ja so, dass das RKI erstmal anfangs die Autopsie gar nicht so sehr empfohlen hat. Das muss man einfach, darf man glaube ich auch nochmal in Erinnerung rufen. Das hat sich dann ein Stück verändert. In Hamburg ist auch wirklich jeder, soweit ich, oder zumindest in der Anfangsphase, ich weiß nicht, ob das jetzt noch bis zum Schluss durchgezogen haben, auch wirklich autopsiert worden. Ich halte es für wichtig, dass wir da mehr wissen, weil man dann auch besser einschätzen kann, auch schon zu Beginn der Behandlung, worauf muss ich achten. Weil es hat sich ja auch gezeigt, dass man, wenn man die Patienten lieber etwas frühzeitiger, zum Beispiel mit Sauerstoff behandelt, es eventuell gar nicht so weit kommt, dass sie entsprechend in die wirklich invasive Beatmungspflicht, es gibt ja so dieses nicht-invasive und invasive oder nur Sauerstoff, und das ist eben, wenn man frühzeitig sich sozusagen ein bisschen intensiver behandelt, man nicht so sehr die intensive Beatmungspflicht dann hinterher braucht, aber gleichzeitig, dass wenn man mal intensiv beatmungspflichtig ist, dass vielfach die gar nicht so leicht wieder von dieser Beatmungsmaschine wegkommen. Also das haben mir viele berichtet, Ärzte, die Patienten hatten, die eben gesagt haben, sie haben immer wieder gedacht, ja, entwöhnen wir sie und das war gar nicht so leicht gewesen. Also, aber um bei Ihnen auch zu bleiben mit der Autopsie, die gibt uns halt dann auch die Hintergründe. Es laufen ja im Moment auch unterschiedlichste Studien, ob gewisse Blutgruppen vorteilhaft sind, ob Mann-Frau vorteilhaft ist. Ganz besonders heiß diskutiert wird ja der Bereich Kinder, wenn man ganz ehrlich ist. Wie groß ist da die Ansteckung? Jetzt muss ich ehrlicherweise auch sagen,
Jetzt bin ich zwar selber Ärztin, aber die Wissenschaft entwickelt sich auch manchmal weiter. Das muss man auch so in der Deutlichkeit sagen. Also von daher ist es auch manchmal nicht ganz simpel, einfach zu sagen, hier gibt es eine Studie und die ist, das sagt alles aus, sondern man wird da schon noch mehrere Bereiche benötigen. Ich bin auch aus den anderen europäischen Ländern noch mal gespannt, wenn man so noch mal sich die Zeit nimmt, auch da die Erfahrungen mitzunehmen. Aber zum Thema Autopsie, ist dann die Strategie tatsächlich eher mehr als weniger Autopsien durchzuführen, aber eine Autopsiepflicht oder sowas steht nicht? Autopsiepflicht steht nicht im Raum. Ich habe den Eindruck, dass auch gerade bei uns schon etliches auch Autopsien durchgeführt wurde, gerade da, wo man manchmal auch nicht klar wusste, woran, was war das? Wir hatten, ich glaube, das ist ein auch sehr dramatischer Fall, eine Hochschwangere, wo effektiv per Notkaiserschnitt das Kind geholt wurde, aber die Mutter dann kurz darauf verstorben ist. Also im Grunde genommen auch eine gesunde Frau, übrigens auch sogar Unternehmerin, wenn ich mich recht erinnere, in diesem Oberpfälzer Bereich. Und da hat man dann im Grunde genommen wahrscheinlich festgestellt, dass auch gerade bei Jüngeren es quasi zu, man nennt das so ein Ansturm von einem gewissen Botenstoffhormon im Körper kommt, der dann eben nochmal, also man hat ja anfangs gedacht, es ist nur die Lunge, die betroffen ist. Aber man konnte eben feststellen, dass auch es zu Blutungen kommen kann, auch Hirnblutung und so weiter. Also das ist einfach nicht so simpel. Und das war gerade auch bei Jüngern. Aber ich will jetzt nicht zu sehr ins medizinische Detail gehen. Aber ich wollte einfach nur sagen, dass ich da gerade eben einige Fälle gerade im Kopf habe, wo ich eben weiß, dass eine Autopsie gut war, weil man dadurch wieder mehr gelernt hat. Also ja, ich glaube, die Erkenntnisse, die wir sammeln müssen, sind ja ganz entscheidend. Da hatte ich auch noch ein paar Fragen dazu gehabt hier in der Fragensammlung. Aber vielleicht jetzt mal kurz zur Gesundheitswirtschaft. Ja. Es ist ja ausgerechnet so, dass im Gesundheitssektor viele Klagen seien. Es ist die Krankenhäuser, sowohl die städtischen, staatlichen, als auch die privaten, aber auch niedergelassene Ärzte, dass sie Kapazitäten freigehalten haben, dass die Patienten weggeblieben sind. Sie machen sich Sorgen wegen auch der aufgeschobenen Behandlungen etc. Da rollt jetzt wohl auch eine Welle auf uns zu. Und gleichzeitig sind natürlich das auch oft betriebswirtschaftlich geführte Unternehmen, nicht nur die privaten Krankenhäuser, sondern auch teilweise die kommunalen. Klagen die zu Recht? Und was ist da geplant an gezielter Unterstützung, um denen gegebenenfalls zu helfen? Oder auch ein zusätzlicher Ausgleich für die Krankenhäuser, die schon was gekriegt haben, aber wo es einfach nicht reicht? Ja, also es sind verschiedene Themenkomplexe, weil man im Grunde genommen sagen muss, also ich sage jetzt mal vorweg, weil mir das auch nochmal wichtig ist. Wir hatten kürzlich eine Studie, wo übrigens gezeigt hat nochmal, was die Gesundheits- und Pflegewirtschaft in Bayern bedeutet. Jeder 10. Euro wird auch in diesem Bereich erwirtschaftet und gleichzeitig jeder 6. Arbeitsplatz. Also einfach nur mal die Dimension auch hier in den Wirtschaftsbereich hinein. Da sind natürlich sowohl die Produzierenden mit dabei, haben wir ja auch etliche in Bayern, und gleichzeitig diejenigen, die im Senioren- und Pflegeheim oder Krankenhaus arbeiten. Also die Palette ist relativ breit, aber ich will jetzt einfach nur noch mal, oder Kur- und Heilbäder, wenn ich ansprechen darf, ländlicher Raum, unwahrscheinlich viel Potenzial, was dort auch geschöpft wird. Reha-Einrichtungen und. Wir hatten ja die Allgemeinverfügung gemacht, dass im Grunde genommen Betten leergeräumt werden müssen, elektive Eingriffe nicht mehr stattfinden dürfen. Dafür war im Schnitt vom Bund zugesagt, 560 Euro pro Bett, pro Tag sozusagen den Kliniken auszuzahlen. Wir haben da auch schon die ersten Zahlungen vorgenommen, die ersten Wochen. Das sind vom Bund haben wir rund 550 Millionen Euro schon bekommen, die auch in die Krankenhäuser schon weitergereicht wurden. Der Bund ist jetzt gerade dabei, seine Verordnung noch etwas zu konkretisieren, was wir ein bisschen, also wir können es verstehen und halten es vom Grundsatz nicht ganz für verkehrt, aber es könnte, wir hätten die Regelung noch gerne etwas anders, weil der Bund möchte im Grunde genommen zwischen 360 und 760 Euro die Spreizung machen. Also nicht diese 560 so im Durchschnitt, sondern diese Spreizung. Und die Kriterien, die der Bund gerade auflegt, sind in unseren Augen nicht ganz gerecht. Also wir finden durchaus lohnenswert, sich Gedanken zu machen, es zu spreizen. Das kann ich nachvollziehen, weil es gab Krankenhäuser, die sicher mehr betroffen waren oder die auch andere Fälle haben als andere. Da mag eine Uniklinik schon nochmal ganz andere Kosten haben insgesamt als vielleicht andere Krankenhäuser. Aber also die Spreizung per se ist
kann man schon diskutieren, aber okay. Aber die Kriterien, die angelegt werden sollen, haben wir den Eindruck, dass das Krankenhäuser, die wirklich bei Corona maximal betroffen waren, jetzt kann man sagen, ja, die kriegen doch was, die haben ja dann die leeren Betten nicht gehabt, aber die trotzdem natürlich Betten wieder freigehalten haben, damit sie noch mehr Patienten aufnehmen können. In den Hotspots habe ich natürlich noch mehr Betten freihalten müssen, als vielleicht da, wo eben gar nichts war oder weniger war. Also das ist ein Punkt und dann den Eindruck, dass dann eventuell Krankenhäuser weniger bekommen könnten, wo wir sagen, die waren aber schwerpunktmäßig, haben sich um die Versorgung gekümmert auch mit und Betten auch freigehalten für die Versorgung. Das haben wir auf Bundesebene auch sehr stark als einige Ländervertreter, es war ungefähr so die hälftig-hälftig gewesen, oder sagen wir mal, ein Drittel hatte keine Meinung, ein Drittel fand es schwierig, ein Drittel fand es okay. Aber das werden wir, da werden wir noch ein bisschen knabbern. Gleichzeitig ist es so, dass wir als Freistaat Bayern 70 Euro den Kliniken zahlen werden, die hier Corona-Patienten behandelt haben. Also einfach nochmal als zusätzliche Pauschale zu dem, was so möglich ist. Wir haben jetzt auch in der Allgemeinverfügung, dass die Krankenhäuser wieder komplett belegen können. Also keine Vorhaltungen, es sei denn, vor Ort wird es entschieden. Also wenn die Regierungen vor Ort sagen, notwendig, wenn der Landrat vor Ort sagt, dann müssen Betten freigehalten werden. Aber vom Grundsatz her haben wir jetzt wieder komplett freigegeben. Ich höre auch von manchen Krankenhäusern, die Patienten müssen jetzt langsam erst wieder kommen. Mhm. Es waren immer Notfallbehandlungen notwendig. Und trotzdem haben wir, ich habe die Zahl 30% im Kopf, weniger Schlaganfälle und Herzinfarkte. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und die Notfallbehandlungen wären ja immer möglich gewesen. Das heißt, es kann auch sein, dass der eine oder andere auch Vorsorge von Behandlungen im Bereich Krebs haben manche Leute verschoben und so weiter. Manche wurden auch von den Ärzten gesagt, die können ein paar Wochen später sein. Auch das muss man sagen. Das haben die Ärzte auch immer entschieden, wie die elektiven Eingriffe für zu sehen sind. Wir haben kürzlich mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen auch nochmal gesprochen, dass auch Arztpraxen zum Teil noch leerer sind als sonst. Auch hier den Appell an die Menschen, dass sie wieder dran denken, ihre Vorsorgeuntersuchungen auch zu machen, auch wieder sich untersuchen zu lassen, weil wir sonst langfristig natürlich auch gesundheitliche Beeinträchtigungen eventuell haben und das auch wieder in die Normalität zu überführen. Im Kindermedizinbereich ist es im Moment so, die Kinderärzte, dadurch, dass die Kinder nicht im Kindergarten waren, haben sie die eine oder andere Infektion, die sie sich vielleicht normal im Kindergarten geholt haben, auch quasi nicht geholt und müssen deswegen nicht den Arzt aufsuchen. Also manche, was weiß ich, Darminfektionen oder sonstige Dinge, die halt doch mal in einem Kindergarten einfach durchlaufen, was ja auch jetzt ganz normal ist. Also wir auch hier wirklich nochmal Vorsorgeuntersuchungen, ganz, ganz wichtig, auch U-Untersuchungen bei Kindern. Wir werden auch nochmal, es ist ja auch möglich zum Beispiel für Arztpraxen, dass die Kurzarbeitergeld jetzt bekommen. Am Anfang waren sie nicht dabei gewesen. Das war dann auch nochmal ganz klar, dass wir uns da auch politisch mit nochmal eingebracht haben von Bayern hier mit auch, dass hier man auch nicht vergisst sozusagen, auch mit Hilfen, wenn es denn notwendig ist. Manche Praxen waren überrannt und manche waren leer. Das ist einfach, glaube ich, das Bild, das es gegeben hat. Und jetzt müssen wir wieder gucken, dass in der Normalität auch hier wieder einkehrt. Also wir können hier nur mitgeben, dass es tatsächlich auch bei Ärzten, niedergelassenen Ärzten und bei Krankenhäusern eben unterschiedliche Situationen gibt und auch noch Hilfsbedarf gibt. Aber ich verstehe das jetzt so, dass da jetzt auch hingeschaut wird und sie schauen, was man macht. Also wir haben die Sorge von manchen Krankenhäusern ganz konkret, die an mich herangetragen wurden, dass sie sagen, dass sie im Moment auch nicht liquide genug sind, wenn das Geld, das wir vom Bund bekommen und ausgereicht werden muss, diese Pauschalen nicht langsam kommen. Weil die müssten ja weiter ihr Personal bezahlen und alles. Und wir haben jetzt erstmal die ersten Wochen vom Bund das Geld bekommen für diese 560-Euro Pauschale. Und da hoffe ich, dass auch zügig weiteres Geld fließt, das wir dann auch durchreichen können weiter an die Häuser. Sehr gut. Vielleicht aber der positiven Schiene, es hat sich jetzt gerade auch hier in München gezeigt, dass jetzt gerade auf dem Hochpunkt dieser Pandemie eine verschiedenste Kooperationen im Gesundheitsbereich gebildet haben, zwischen den Klinikstandorten, zwischen anderen Akteuren des Gesundheitssystems.
Also da ist nach einer gewissen anfänglichen Schwierigkeit alles ziemlich gut ins Laufen gekommen. Jetzt ist da die Frage, wie aus Ihrer Sicht da geeignete Rahmenbedingungen aussehen könnten, damit diese Strukturen, diese Kooperationsstrukturen, diese gefallenen Grenzen, sage ich jetzt mal, dass sie auch nach der Krise so weitergeführt werden können. Sie nicken nicht, das Thema ist wahrscheinlich bekannt. Das ist korrekt, weil das ist genau das, was eigentlich auch an Positivem entstanden ist. Krankenhäuser, die vorher eher konkurriert haben, haben plötzlich zusammengearbeitet. Hier in München, aber auch in anderen Regionen. Ich werde auch nie vergessen, wie irgendjemand mich mal, ein Oberbürgermeister war es, angerufen hat und gesagt hat, so, wir wissen jetzt nicht so genau, und das sind Private. Habe ich gesagt, dort einfach anrufen, mit ins Boot holen. Und hinterher haben die gesagt, Mensch, das hat gut funktioniert und die haben gut mitgeholfen. Also so dieses, wo man vorher so sagt, oh, da sind die Privaten und da sind die Kirchlichen und da sind wir als Kommunale und so weiter. Das hat sich ein Stück weit aufgebrochen. Aber die Frage geht ja dahin, wie geht es weiter? Weil dadurch, dass wir den Katastrophenfall ausgerufen hatten, haben wir natürlich die Strukturen auch des Katastrophenfalls. Also dass man vor Ort sogenannte Führungsgruppen Katastrophenfall hatte, also sprich, dass die Landräte sich da immer getroffen haben und so weiter. Die haben wir ja sehr stark genutzt, auch als Gesundheitsministerium. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wir haben ja damals einen sogenannten ärztlichen Leiter für GK eingeführt. Der ist natürlich nur so lange da, solange es die FÜGK und solange es den Katastrophenfall gibt. Also sind wir gerade im Haus sehr stark dahinter zu sagen, wie können die Strukturen weiterlaufen, wenn sie eben wieder hochgefahren werden müssen. Im Moment haben wir die Lage so, dass eben entsprechend auch das läuft, aber wir sind gerade eben dabei, auch zu überlegen, wie Strukturen auch aussehen könnten, hier eben auch genau das zu managen. Okay, also aber das ist dann, kann man möglicherweise positive Effekte mitnehmen, sehr gut. Ja, ich habe gerade vorhin zufällig mit RGU-Leitung hier in München telefoniert, die sich gerade auch in diese Münchner Kliniken sich gerade zusammensetzen und eben auch überlegen, wie kann da eine Zusammenarbeit vor einer möglichen zweiten Welle sein, weil wir wissen auch alle, wir wollen natürlich verhindern, dass wir wieder in allgemeinen Beschränkungen oder sonstigen Dinge kommen. Ja, das wäre sehr gut. Im Rahmen der, es wurde ja vor der Pandemie diskutiert, ob wir eigentlich eine Überversorgung haben in Deutschland an Krankenhausbetten. Ich sage jetzt mal. Ehrlicherweise, die Diskussion, dass wir zu viel Krankenhäuser und zu viel Betten haben, ist ein Stück weit runtergegangen. Ich darf aber auch sagen, wir müssen natürlich Strukturen auch immer anpassen. Also ich bin nicht der Auffassung, dass alles nur immer ganz gleich bleiben muss und nur dann ist es gut. Aber so die Pauschalität, Bayern hat zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten. Ich glaube, das hat sich gezeigt, dass wir dies in der Pauschalität durchaus uns nicht von mancher Studie aus Berlin oder sonst wo aufdrücken lassen müssen. Ja, sehr gut. Ich meine, jetzt gerade auch im Rahmen von Corona hat ja in den Krankenhäusern vor allem die Infektiologie eine große Bedeutung gehabt. Und diese Abteilungen sind ja normalerweise im Normalfall wohl nicht so beliebt, sage ich mal, und gefördert. Und jetzt sind sie extrem notwendig. Was ist denn da geplant, auch möglicherweise an Fördergeldern, um die Krankenhäuser jetzt in die Lage zu versetzen, für die Zukunft auch diesen Bereich in Betrieb zu halten? Weil man sagt ja, irgendeine Infektion kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal wieder. Also man muss eins dazu sagen, dass im Grunde genommen wir auch unsere Gesundheitsämter personell besser ausstatten wollen. Und man kann auch, denke ich, sehr deutlich dazu sagen, dass wir auch hier auch in den Krankenhäusern in meinen Augen nachdenkend gekommen ist. Wir werden ja nochmal Intensivbetten mit ausbauen. Das unterstützt ja der Bund mit 50.000 Euro pro Intensivbett. Also das ist noch an Strukturen da. Und was hier in München betrifft, da ist es ja auch, gibt es ja auch die Veränderung mit dieser besonderen Station für hochinfektiöse Patienten, die ja momentan durch die Umstrukturierung ja auch neu aufgebaut und strukturiert werden muss. Und da sind wir gerade in Abstimmung auch mit dem Wissenschaftsministerium, mit den Münchnern auch, um da eine gute Lösung zu finden. Und ja, aber ist das ein Thema, wo gegebenenfalls dann, sage ich mal, auf europäischer Ebene man auch sagt, das ist jetzt wieder irgendwie wettbewerbsverzerrend oder sind da keine Probleme? Da kann man dann einfach entsprechende Fördermittel geben und diese Abteilungen entsprechend aufstellen. Also sagen wir es mal so, jetzt diese Abteilung wäre ein bisschen übertrieben. Ich kenne jetzt diese spezielle Abteilung in München, wo wir das machen werden.
Und ansonsten wird es vor allem im Bereich der Intensivbetten sein, wo wir aufgebaut haben. Klar, wir haben auch jetzt durch Corona den Häusern vom Freistaat Bayern finanziert auch Beatmungsgeräte und CTs zur Verfügung gestellt, die normalerweise im sozusagen im Krankenhausetat selber bezahlt werden müssen, weil es keine große Baumaßnahme ist. Ich glaube, aber in der Situation war es einfach auch korrekt und richtig. Läuft es auch gut. Okay. Vielleicht da noch eine ganz allgemeine Frage. Es gibt ja zu dem Thema Corona die wildesten Theorien. Davon gibt es welche, die man mit Sicherheit ganz klar als völlig wahnsinnig abwenden kann und wo man im Prinzip auch jetzt gar nicht drüber reden muss. Aber es gibt ja auch einige tatsächlich aus meiner Sicht immer wieder doch reflektierte Menschen, die mit Argumenten kommen, die ja, wenn man bei genauerer Betrachtung feststellt, auch nicht ganz richtig sind. Also wir haben da ein breites Spektrum an Menschen, die zusammenfinden, von Hanebüchern in Verschwörungstheorien bis ernst gemeint besorgten Leuten, die vielleicht auch nur irgendwie falsch informiert sind. Wie gehen wir denn damit um? Weil das ist ja eine wichtige Grundlage für die Akzeptanz jeglicher Maßnahmen, weil wir brauchen am Ende des Tages ja doch den einzelnen Menschen, der mitspielt. Ja. So. Das ist richtig. Wir haben im Grunde genommen sehr, wie will ich das jetzt mal sagen, einerseits sozusagen diejenigen, die sehr besorgt nach wie vor sind, und diejenigen, die sagen, was macht ihr denn da? Wir haben das übrigens, das mischt sich auch so mit denjenigen, die Impfen gegenüber kritisch stehen, wo dann auch dieses, jetzt wenn man da am Ende, wenn es Impfstoff gibt, eine Impfpflicht für alle, also ich für solche, aber ich sage nur mal, diese ganzen Theorien, die im Moment dann auch so da sind, wollen wir nicht. Es ist mal, muss man sagen, ich glaube eher, dass wir am Anfang eher die Entscheidung treffen müssen, wer kriegt als erstes den Impfstoff, weil die Frage ist, wie viel ist gleich verfügbar. Aber ich will damit nur sagen, da mischt sich auch, das ist so eine Gemengenlage irgendwo. Wir hatten am Anfang auch Grundrechtseinschränkungen, die wir aber dann auch wieder eben versucht haben, mit als erstes zu erleichtern. Ich denke, in dem Bereich, dass man wieder in die Kirche gehen kann, Religionsausübung oder in das Gotteshaus, das eben seiner Religion angehört, oder dass man wieder demonstrieren darf im Bereich des Versammlungsrechts. Also dann waren das da in dem Bereich auch mit die ersten Erleichterungen, die wir geschaffen haben. Aber es ist korrekt. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, hätte man alles ganz anders machen können. Trotzdem die Mehrheit zeigt sich eben, dass unser Weg in meinen Augen der richtige gewesen ist. Das ist nach dem, was wir bisher wissen, muss man auch so deutlich sagen. Danke. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage nach den verschiedenen Szenarien, mit denen wir oder Sie rechnen. Zukunftsforscher skizzieren ja im Großen und Ganzen 4 Szenarien. Das eine ist, nach dem Sommer, Lockdown, geht alles eigentlich wie weiter wie bisher, mit leichten Einschränkungen wie Maskenpflicht. Aber ansonsten ist alles im grünen Bereich. Nur noch die Kranken werden isoliert. Die etwas härtere Variante ist, gut, die Kontaktsperren bleiben vorerst. Es wird Massentests geben. Und man wird Kranke isolieren, aber insgesamt auch eher die Rückkehr zum normalen Leben. Dritte Variante, es wird doch nicht so gut. Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag. Es wird Einschränkungen geben. Die Älteren werden isoliert. Die Jüngeren dürfen raus und arbeiten. Und man wartet auf den Impfstoff. Und die ganz unangenehme Variante ist, man kriegt es nicht in den Griff und muss tatsächlich immer wieder mit einem Lockdown und Verlängerung des Lockdowns rechnen, bis ein Impfstoff da ist. Es ist nur mal so eine Frage, Sie haben auch keine Glaskugel, aber welches von diesen Szenarien halten Sie denn am wahrscheinlichsten oder welches ist denn Ihr Szenario, mit dem Sie rechnen? Also für mich sind es mehrere Punkte. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir super dranbleiben, was Infektnachverfolgung betrifft. Also sprich, dieses Kontakt-Tracing, die Teams, die wir da auch haben in Bayern, die sind in meinen Augen, was da die Gesundheitsämter auch leisten, enorm wichtig, um eben, wenn irgendwo was ist, das einzuschränken. Sie wissen, als wir die Firma im Landkreis Starnberg hatten, dieses Ausbruchsgeschehen, da ist es uns ja auch gelungen,
dass das komplett eigentlich was ja, aufgehört hat. So. Ja. Und da, jetzt muss man natürlich schauen, wenn du ein Riesenausbruchsgeschehen oder ein größeres hast, ist das schwieriger, wie wenn es sich um eine kleinere Anzahl an Menschen handelt. Das muss man auch in der Ehrlichkeit sagen. Und wo die auch sind. Ist das eine Einrichtung, klar abgerenzt, ein Pflegeheim, ein Asylbewerberheim, ein Schlachtbetrieb, wo die Menschen in gewissen Wohnungen, also in Häusern zusammenleben und. Dann ist das anders, wie wenn ich vielleicht Urlaubsrückkehrer habe, wo in einer Straße immer mal wieder jemand zurückgekommen ist und vielleicht entsprechend was aus dem Urlaub mitgebracht hat an Infektionen. Und deswegen mache ich mir besonders Sorge, wenn jetzt dann jeder möchte wieder raus, freut sich auf seinen Urlaub, gerade vielleicht eben nach diesen Corona-Monaten, dass wir dann nicht vergessen, einfach vorsichtig zu bleiben. Erstmal genau überlegen, wohin und dann, wo wir sind, auch da vorsichtig bleiben. Also das ist für mich ist so dieses wie Reiserückkehrer. Wie wirkt sich das aus? Weil das natürlich ein viel, viel flächiger ist, als wo wir im Moment die lokal begrenzten Dinge haben. Und das Zweite ist natürlich, wie geht es mit den Infektionskrankheiten auch im Herbst, wenn jetzt die Grippewelle und also Influenza und dann eventuell hier Corona nochmal verstärkt nach oben gehen. Weil es ist nun mal so, dass schlichtweg im Herbst, wir sind wieder mehr drinnen, sitzen mehr aufeinander. Also um jetzt dann bei Ihrem, um konkreter zu sein, also mir bereiten im Moment Sorge Reiserückkehrer und wie es auch im Herbst eine zweite Welle sein kann. Im Moment, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir diese Nachverfolgung gut hinkriegen, dass wir da immer sehr schnell sind, dass quasi gar nicht so lange Ketten entstehen, sondern wir diejenigen immer sehr schnell erreichen können. Und dann kann es eben auch mal sein, dass man lokal sagen muss. Haben wir damals übrigens auch in Tirschenreuth gemacht, wo wir den ganzen Ort dann gesagt haben, der wird sozusagen verschärft mit Ausgangsverboten über versehen. Also das muss man schauen. Was ich finde, was man auf jeden Fall verhindern versuchen muss, ist dieser Bereich, dass wir wieder was Generelles fürs ganze Land brauchen. Also dass wir eher immer lokal schauen und lieber da vielleicht mal einen Schritt sozusagen frühzeitig dann sagen, in dem Gebiet, wir werden in Schulen vielleicht da und dort auch wieder einen Schüler haben, der eine Infektion hat oder eine Lehrkraft. Und dass man dann eben zügig sagt, welche Klasse ist betroffen und ihr bleibt, bis die Testungen da sind, einfach ein, zwei Tage zu Hause und das sehr generell, also sehr, sehr stringent dann durchführt. Ich glaube, das ist einfach wichtig, damit wir die anderen nicht verpflichten müssen. Also das Szenario ist im Prinzip, bis der Impfstoff da ist, wird man lokal, flexibel und schnell handeln, nachverfolgen und immer wieder mal mit einem lokalen kleinen Shutdown rechnen müssen und die Leute müssen sich vorsichtig verhalten. Und ja. Mit wachsender Erkenntnis, da wird man auch wissen, was geht nicht. Ja, und also langsame Rückkehr zur Normalität. Ja, ich sage ja immer, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und da muss man sich eben dann auch schauen, was heißt das. Ich finde es ja immer auch ganz, ganz eindrücklich, wie wir selber ja auch Gesellschaft da auch, finde ich, wirklich auch gut mitgemacht hat. Also Ausreißer gibt es immer. Aber wie hier wirklich die Bevölkerung auch das mitgetragen hat. Und ich weiß auch, wie schwer es jetzt im Moment manchmal da und dort ist. Also keine Frage. Aber da müssen wir einfach weiter dran arbeiten und dranbleiben. Mhm. Und auch danke, was alles in der Wirtschaft da mitgemacht wird. Auch von den Unternehmen. Ich habe von ganz vielen Unternehmern mitbekommen, wie verantwortlich auch hier auf die Mitarbeiter geschaut wird, im Betrieb geschaut wird, wie man hier in der Gastronomie, ich war jetzt schon vielfach auch da und dort mal abends weg gewesen, auch ganz bewusst mal sich anschauen, jetzt nicht im Sinne, ich kontrolliere, sondern einfach auch mitzunehmen, was in der Praxis, wie funktioniert es denn und so weiter. Und ich habe da ganz viel Verantwortung erleben dürfen. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass es dann nicht unbedingt, der Gastwirt sich an alles hält, und 10 Meter weiter auf der Wiese alle dann kunterbunt engstens umschlungen beieinander sitzen. Und das ist das, was im Moment manchmal noch für die Menschen natürlich schwierig ist. Ja, aber insgesamt kann ich Ihnen nur zustimmen, die Menschen, auch die Unternehmen, haben da sich sehr verantwortlich verhalten.
In dem Sinne, wir haben in absoluter Zeit nur 4 Minuten überzogen, insgesamt 34. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich, dass Sie noch gekommen sind und dass Sie uns jetzt hier auch Rede und Antwort gestatten sind, auch so kompetent. Ich kann Ihnen da jetzt nur weiterhin eine glückliche Hand wünschen und natürlich auch bitte behalten Sie da auch die Bedürfnisse der Wirtschaft im Auge. Wir brauchen Lockerungen mit Augenmaß. Was wir uns natürlich nicht erlauben können, ist der nächste Lockdown. Das ist, sage ich mal, das Jonglierstück, das die Basel Staatsregierung irgendwie hinkriegen muss. Also vielen herzlichen Dank und ich entschuldige mich wirklich nochmal, dass das gar so spät geworden ist. Ich danke auch nochmal dem Herrn Dr. Brechmann, dass er wirklich vorne eingesprungen ist und bitte das wirklich nochmal zu entschuldigen. Es war aber auch nicht ganz so absehbar, dass das Gas so sich nach hinten verzieht. Also das tut mir sehr leid. Ich gelobe, falls ich mal wieder eingeladen werde, Besserung und danke auch, lieber Herr Hammer, für die Fragen, dass Sie sich des Themas auch angenommen haben, auch diesen Gesundheitsaspekt so im Fokus auch mitzunehmen. Und ich glaube, es ist einfach für uns alle wichtig, geht ja uns in den eigenen Familien so, dass man sich auch freut, wenn man jetzt mal wieder nach draußen kann, Leute treffen kann, aber dann immer noch im Kopf hat, mit der gebotenen Umsicht und Vorsicht vorzugehen. Und in dem Sinne bleiben Sie gesund, wie so schön im Moment. Vielen Dank, ebenso. Und wir laden Sie wieder ein. Und wie gesagt, in Zeiten von Corona ist einer Gesundheitsminister eine Verspätung auf jeden Fall entschuldigt. Ja, tut mir echt leid. Nein, hören Sie bitte auf. Alles gut, alles gut. Vielen Dank. Gute, danke fürs Format auch. Gerne, es ist kontaktfrei. Abstand eingehalten. Vielen Dank an die Zuhörer und schönen Gruß nach Hause oder an den Bildschirm im Büro. Dankeschön an alle. Tschüss. Wieder.